Liebe Leser von 300 Pound, für diesen Thailand-Trip ist mein erster Kampf vorbei. Wie ihr im Internet vielleicht schon lesen konntet, habe ich nach Punkten gegen den starken Thailänder Thanilek verloren. Ich bin ganz arg froh, ich bin richtig froh, dass man mir einen guten Gegner gegeben hat und nicht irgendeinen da hingestellt hat, den man da mal so kurz wegklatschen kann. Ich bin immer froh, wenn ich starke Gegner habe, wenn ich gegen gute, starke Jungs kämpfen kann, egal ob in Deutschland oder im Ausland. Okay, ich habe nach Punkten verloren, alles okay. Wie gesagt, ich bin ganz arg froh darüber, dass, der Gegner einfach stark war und es war ein toller Kampf. Wir werden euch ein, zwei Videoaufnahmen davon zeigen. Besonders stolz bin ich auf ein paar Ellenbogen, mit denen ich ins Ziel gekommen bin gegen den Thailänder. Ja, also das hat mich hinterher im Nachhinein dann besonders gefreut, dass das geklappt hat. War eine coole Sache, aber schaut es euch einfach selber auf dem Video an. Okay, vor genau einer Woche war dieser Kampf, in genau einer Woche, also in genau 7 Tagen, am Samstag, am Valentinstag, an dem Tag, an dem man sich ja eigentlich immer zeigt, wie sehr man sich mag. An diesem Tag werde ich meinen zweiten Kampf jetzt hier in Thailand bestreiten, also für diesen Trip. Ich habe schon öfters in Thailand gekämpft, aber für diesen Trip mache ich den zweiten Kampf genau in einer Woche am Valentinstag. Okay, Gegner steht noch nicht fest, wir werden euch rechtzeitig informieren. Da gibt es bestimmt auch wieder so wie letztes Mal das Riesenplakat, was ihr vielleicht gesehen habt. Das war echt cool, das hing da mitten auf der Straße rum, haben wir uns alle gefreut. Werdet ihr sehen. Okay, meine nächsten Kämpfe in Deutschland sind Mitte März, werde ich das nächste Mal einen K1-Kampf machen und dann Mitte April werde ich meinen nächsten Kampf im Octagon, meinen nächsten MMA-Kampf im Käfig bestreiten. Dazu dann auch rechtzeitig die entsprechenden Infos, werdet ihr von uns bekommen, gar kein Problem. Ich freue mich drauf, vielleicht freut ihr euch auch drauf. Ich würde mich freuen, wenn ihr es ein bisschen verfolgt. Das war von meiner Seite aus. Wir melden uns bald wieder, was den kommenden Kampf betrifft. Dankeschön. Bis bald. Ciao.